Servus und grüß euch zu Humaldo TV. Heute dreht es im Hauptthema alles um Podcasts. Da gibt es eine ganz neue Ankündigung. Aber davor habe ich wieder ein paar Sachen für euch zu mitteilen, wie zum Beispiel eine traurige Nachricht. Das jetzt wird die letzte Folge sein mit Untertitel. Ja, Untertitel, ja. Warum mache ich das eigentlich? Ich habe es mal ausprobieren wollen, weil YouTube stellt ja diese Funktion zur Verfügung, wo man da quasi selbst Untertitel eingeben kann und die dann anpasst ans Video. Das ist echt ziemlich cool, aber es ist auch ein ziemlicher Hocken, weil man muss ja das Ganze mal transkribieren. Ich habe das alles, was ich sage, nicht irgendwie vorgefertigt, sondern das ist ja mehr oder weniger alles stegreif. Das Ganze wird dann in ein SRT-File umgewandelt über YouTube. Das macht YouTube alles automatisch und muss dann auch noch auf Englisch übersetzt werden. Das war für mich eine recht interessante Erfahrung, das zu machen. Aber es kostet so unendlich viel Zeit. Ich sitze länger an meine Übersetzungen als an der wirklichen Folge. Deswegen habe ich mich entschieden, da mit Folge 19, also der heutigen Folge, ist es mit Untertiteln vorbei. Hier ab nächster Folge, ab Folge 20, was schon fast wieder ein Jubiläum ist, gibt es keine Untertitel mehr. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Komfortverlust, aber ich glaube, recht viele Leute haben die Untertitel eh nicht benutzt und wenn jemand mit meinem Dialekt nicht zurechtkommt, dann Pech. Oder lernen. Volkshochschulkurse überlegen für Mostviertlerisch. Jo, Englisch ist natürlich ein bisschen blöder, weil ich habe ein paar Leute, die sind nicht deutschsprachig, die kenne ich und die schauen meine Folgen an und die sind halt ab sofort ausgeschlossen. Das ist leider ziemlich bitter. Aber es ist einfach eine rationale Entscheidung, eine wirtschaftliche Entscheidung, weil ich sitze einfach zu lange an diese Übersetzungen. In dieser Zeit konnte ich viel mehr Videos machen, mich auf Videos und richtigen Inhalt konzentrieren. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Diesmal wieder ganz klassisch ein Zettel, dass ich mal weiß, wo ich bin. Genau, nächster Punkt. Ich habe ein Jubiläum zu verzeichnen. Ich habe 200 Abonnenten geknackt neulich. Ziemlich geil, danke fürs Abonnieren. Da ist aber trotzdem nur Luft nach oben, also wenn ihr zufällig einen YouTube-Account habt, also mit Google-Account, also Android-Handy und so, hat man eigentlich automatisch auch einen YouTube-Account, denke ich. Da kann man einfach dort hingehen und abonnieren. Das wäre sehr geil, weil das hilft mir, meinen Kanal immer weiter zu verbessern, zu verbreitern und immer coolere Themen zu machen und abgesichert in die Zukunft zu gehen. Endlich habe ich mich dazu überwunden und habe einen Kanaltrailer gebaut, wo ich so in knapp einer Minute kurz erkläre, um was es auf meinem Kanal geht, sodass man als Fremder auch gleich einen guten Eindruck kriegt oder einen guten Eindruck, so kurz halt geht, auf meinem Kanal. Und dann habe ich noch ein Gaming-Video veröffentlicht, wieder mal. Ich habe Resident Evil 7 mit VR-Brille, also mit Virtual Reality gespielt. Ja, da habe ich mich teilweise ziemlich gefurchten und war auch ein bisschen schockiert, aber insgesamt extrem begeistert. Und das ist ja eigentlich der hauptsächliche Grund, warum ich meine Untertitel aufhöre, damit ich mehr zum Zocken komme. Ja, aber man muss Pirouetten setzen, das ist ganz klar. Dann muss ich natürlich wieder mal zurückkommen auf meine Frage der Woche, die ja inzwischen zur auf unbestimmte Zeit verlängerte Frage der Woche mutiert ist, nämlich, was gibt es in Österreich sonst noch für YouTuber? Da habe ich mich diesmal ein bisschen in die Gaming-Richtung informiert und bin natürlich über die guten Herren Scholt und Power gestoßen. Die sind Standard.at-Redakteure, da hauen sie eigentlich mit sehr hoher Regelmäßigkeit Gaming-Videos raus, Let's Plays, Trailers, das ist sehr unterhaltsam, das kann man sehr empfehlen. Dann gibt es natürlich noch den Shock 2, also den Shock 2 YouTube-Kanal. Shock 2 ist aus Console.at entstanden. Da tut der Herr Michi Furtenbach, tut da noch fleißig Webmagazine bauen und da kommen die ganzen Videos online, hauptsächlich Podcasts, in Videoform und so. Dann natürlich auch Nerdkeller, dieses andere Magazin, das auch aus der Console.at Community entstanden ist, also alles hat Ursprung bei Console.at, da werde ich aber später auch noch dazu kommen. Gamers.at, dieses hat auch mehr oder weniger mit Consoles, also mit Console Media, das ja nicht mehr gibt seit 2013. Die digitale Spieleschau, das war auch Console.at damals, das war ein Hans-Peter sein Herzensprojekt, das liegt so seit 2013 sowas auf Eis. Aber die Videos sind alle noch da und das ist alles recht interessant zum Anschauen. Und wenn ihr euch selbst ein bisschen informieren wollt, was es in Österreich so an YouTuber gibt, gibt die ganz praktische Österreichs YouTuber-Liste. Da sind alle YouTuber in Österreich aufgelistet, zumindest die, die sie eingetragen haben. Und da kann man auch sortieren, nach Games und auch nach Bundesland. Da kann man sicher auch viel Zeit verbringen, um ein bisschen zu recherchieren. Ja,
dann waren wir schon bei den Podcasts angelangt. Was sind Podcasts eigentlich? Also für den Fall, dass ihr Podcasts nicht kennt, das sind quasi kleine Radiosendungen, die man aber selbst produzieren und online stellen kann. Der Name kommt daher, weil, vielleicht erinnert ihr euch noch, 2001, 2002 sowas ist der Apple iPod rausgekommen und der ist in kürzester Zeit zum beliebtesten MP3-Player geworden, weil der hat Festplatten drin gehabt und so. Und dann haben die ersten begonnen, so kleine Sendungen als MP3 ins Internet zu stellen und die über einen Feed anzubieten. Das hat man sich dann auf dem iPod angehört und somit ist es dann irgendwann einmal zu Podcast geworden, also Cast vom Broadcast, also Ausstrahlen, Rundfunk und so. Ist natürlich auf alle möglichen Geräte abspielbar und nicht nur auf iPods beschränkt. Aber wie komme ich jetzt auf Podcast und so, oder wie bin ich damals dazu gekommen? Und es war wie so oft Console.at schuld dran, weil die haben eben den Console.at Podcast gehabt damals. Und das war mein allererster Podcast, den ich überhaupt gehört habe. Dann ist es ein bisschen geboomt. Das war so Ende der 2000er herum. Es sind Podcasts geboomt. Jeder hat einen Podcast gehabt und natürlich habe ich selbst auch einen machen müssen. Das war der Humecast. Da habe ich damals insgesamt 12 richtige Folgen und dann nur 2 Zusatzfolgen aufgenommen. Die kann man sich ja anschauen auf YouTube. Über Weihnachten habe ich ja Humaldo TV Pause gehabt. Und da habe ich alle 12 Folgen auf YouTube geladen. Die ersten 3 Folgen habe ich nur alleine moderiert. Die waren ein bisschen langweiliger, aber ab Folge 4 habe ich mir Gäste dazugeholt und dann ist das Ganze richtig dynamisch geworden. Aber kurz einmal zurück zu Console.at. Die waren damals sehr revolutionär, meiner Meinung nach, was diese ganzen modernen Medien angegangen ist. Da habe ich zum ersten Mal von Twitter erfahren, da habe ich mich wieder in Foren eingearbeitet, da habe ich eben Podcasts hören angefangen und zum Selbstproduzieren angefangen. Leider gibt es halt Console.at seit 2013 nicht mehr. Ich habe da auf meinem Blog, auf der Homepage, habe ich da einen Nachruf geschrieben damals, wie es eingegangen sind. Das war am 28. Oktober 2013. Da erfahrt ihr alles, warum ich Podcasts gemacht habe und ein bisschen Nostalgie und ein bisschen Herzschmerz über den Verlust von Console.at gibt es da natürlich auch. Ja, Humecast. Ich habe damals diese 12 Folgen produziert und da war immer ein extrem langer Abstand dazwischen, teilweise ein halbes Jahr, weil ich habe damals den Anspruch gehabt, dass ich da so eine Art Radioqualität mache. Ich habe Einspieler produziert, ich habe Konzepte ausgearbeitet, ich bin da oft tagelang gesessen, um einen Podcast vorzubereiten. Ja, und das war dann irgendwann einmal viel zu aufwendig und habe mir entschlossen, ich habe für das nicht mehr Zeit, ich habe jetzt andere Prioritäten und habe dann den Humecast auf Eis gelegt. Und dann habe ich ja letzte Woche, wie ich erwähnt habe, in Humaldo TV diesen Podcast aufgenommen über die Nintendo Switch und irgendwie ist da in mir wieder so ein bisschen die Idee aufgekeimt, erst diese Podcasts sind ja eigentlich gar nicht so eine blöde Sache. Ich habe es damals nur übertrieben, ich habe damals meine Einspieler einfach, ich bin übers Ziel hinausgeschossen, aber das Coole an Podcasts ist ja eigentlich, dass sie relativ schnell zu produzieren sind, vor allem wenn man einen interessanten Partner hat und einfach drauf losquatscht, ist es eigentlich eine coole, ehrliche Geschichte. Da muss man nichts schneiden, da muss man keine orgengrafischen Sachen basteln. Deswegen habe ich mich entschlossen, dass ich meinen Podcast wiederbelebe und ich habe meinen Podcast-Feed umgebaut und der heißt jetzt Humaldo und Friends. Das ist immer nur der gleiche Feed wie damals, aber es ist natürlich ein neues Konzept dahinter. Das ist jetzt kein Themenpodcast mehr, so wie früher, wo ich mich über verschiedene Themen auslassen habe und in jede Folge versucht habe reinzustopfen. Games, Movies, Gadgets, Sound, Musik. Das war einfach zu viel Themen reinstopfen. Das ist das, was ich jetzt quasi mit Humaldo TV mache, nur in komprimierter Form und mit Video. Aber mein neues Konzept, nämlich Humaldo und Friends, wird ein persönlicher Podcast. Und die Idee ist, ich treffe mich einfach mit interessanten Persönlichkeiten und wir quatschen einfach nur über Dinge. Zum Beispiel, sie stellen sich vor, erklären, was sie so machen, wie es dazu gekommen ist. Es kann dann natürlich abschweifen, das wird sicher super off-topic-mäßig. Und auf jeden Fall interessant, weil man weiß nie, was rauskommt. Auf das freue ich mich persönlich schon sehr, weil es wieder was Neues ist, das super nebenbei zum Mitmachen geht und auch für die Hörer eine super Geschichte ist. Wo ist das Ganze zu finden? Podcast.humaldo.tv. Es ginge auch podcast.humepage.at, da kommt man auf beiden Adressen zu diesem Feed da. Da kann man es direkt auf der Homepage anhören und runterladen. Man kann es natürlich auf iTunes abonnieren. Man kann es natürlich auch am Handy sich anhören. Das schaut dann so aus. Humaldo und Friends und das sind die ganzen Folgen. Und als Zusatzbonus habe ich auch die ganzen
Podcasts auf diesen Feed gestellt, wo ich in letzter Zeit so zu Gast war. Da kann man mich beim Consola-T-Podcast hören und beim alten Breakfast at Manu Spiels Podcast, der jetzt zu Insert Moin worden ist und wo wir nur bei Nerd Keller natürlich. Alle Folgen, wo ich mal zu Gast war, die gibt es jetzt da auf diesem Feed. Ja, würde mich sehr freuen, wenn du ein bisschen abonniert. Podcast.humaldo.tv. Gut, das war's. Genießt nur die letzten paar Untertitel, weil es war die letzte Folge mit Untertitel. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, dass das Video liken, schreibt mal 100.000 Kommentare unten rein und ja, natürlich meinen Kanal abonnieren, damit ich beim nächsten Mal schon 202 Abonnenten habe. Danke fürs Vorbeischauen, bis Sonntag zur Live-Folge und bis nächste Woche zur Folge 20. Passt dann, schönen Tag und ciao!